Willkommen zum großen Preis von Spanien auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona. In den nächsten Minuten werden die Teams hier auf dieser klassischen Strecke der Formel 1 erscheinen, um ein Training zu fahren, das hektisch werden könnte. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, dich zu sehen, und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern. Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen, und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen auf der echten Strecke reinstecken? Eine sehr gute Frage, und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen haben kann. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und kluge Leute, die sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind, doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alles so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. Die schwierigste Rennstrecke für mich in dieser Profikarriere. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zur Let's Play Formel 1 2019. Genau, bei der Profikarriere. Spanien, die von mir meist gehasste Strecke in diesem Spiel. Nach, was kommt vor Monaco? Monaco geht noch. Aber ich mag diese Strecke ganz einfach nicht. Wir schauen uns ganz kurz das Wetter an. Das sieht alles leider sehr sonnig aus. Aus einem Rennen regnet's. Ja! Gott sei Dank! Oh Gottes Willen. So, und natürlich die normale Karriere im Sauber ist abgeschlossen. Wir haben es nicht geschafft, ja, dort den WM-Titel einzufahren, obwohl es in meinen Augen in der Theorie möglich war. In der Praxis, aber Theorie und Praxis sind ja immer zwei Paar Schuhe. Hier muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass wir in der Cockpit-Kamera eine Cockpit-Sicht fahren. Das heißt, die ersten Runden werden wir mal komplette Eingewöhnung sein. Wir haben aber noch alle anderen Optionen übrig. Schränges Abkürzen ist hier auch noch mit drin. Also, ja, das wird auch nochmal interessant, wenn dann im Reifenmanagement-Test. Aber wie gesagt, Spanien ist nicht meine Strecke. Der Williams muss ich auch immer wieder dran gewöhnen. Der hat ja einen starken Topspeed, der mir vielleicht sogar mit dem verbesserten Motor. Wir haben eine Motorstufe, einmal Treibstoff. Also das Minimum, was ich in Treibstoff investiere. Und einmal Chassisgewicht und einmal Abtrieb. Den Luftwiderstand haben wir noch nicht verringert. Das könnten wir dann als nächstes vielleicht in Angriff nehmen. Wobei ich eigentlich jetzt bei den nächsten Rennstrecken ein bisschen mehr auf Abtrieb gehen möchte. Das ist ja die Schwäche des Williams. Wenn wir so ein bisschen Revue passieren lassen, was kommen kann die nächste Zeit. Der Williams lässt sich echt interessant fahren. Interessant, wenig Abtrieb hat der. Oder wirklich sehr, sehr wenig Abtrieb. Spiel habe ich die letzten Tage sehr, sehr selten angefasst. Und zwar wirklich selten. Deswegen, und wir fahren auch die harten Reifen. Und die harten Reifen kommen in den Garten. Also, Spanien, eine Strecke. Gut, da können wir nicht viel abkürzen. Außer letzter Sektor, die Schikane oder auch, ja, die Schlusskurve, die in dem Spiel sehr, sehr tricky ist. Also hier die Kurve kann man abkürzen. Ich weiß jetzt nicht, wie streng das Spiel da ist. Aber in der Kurve hier, ja, kein Grip. Kein Grip ohne Traktion. Ein Grund dafür auch, warum ich dieses Strecke in diesem Spiel absolut nicht mag. Gripniveau ist so tief im gesamten Rennwochenende, dass ich teilweise das Gefühl habe, ich rutsche hier, ich fahre auf Eis. Aber trotzdem, für den Streckentest hier sollte das noch locker reichen. Wenig Abtrieb, das spüre ich im Vergleich zum Sauber. Der Sauber ist das letzte Fahrzeug, was ich gefahren bin. Deswegen habe ich hier den schönen Vergleich. Vom Mac ist der aber ruhiger hier. Das spüre ich ja schon mal direkt. Der Wagen ist angenehmer zu fahren. Der Sauber, der reagiert ja noch aggressiver. Dritter Gang voll ging jetzt ohne Probleme. Aber die harten Reifen möchte ich eigentlich im Rennen nur einmal oder wenn es geht gar nicht benutzen. Also wenn, dann fahre ich hier Soft, Medium, Medium oder wenn Medium, Hard. Die Rundenzeit ist ungültig und dadurch ist die Rundenzeit ist ungültig, weil ich dafür das Spiel abgekürzt habe. Aber das Wichtigste ist, die Punkte werden mir hier angerechnet. Das ist viel, viel wichtiger. Aber die Kurve hat man dadurch verhauen. Interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Das heißt, ein roter Punkt von vielen reicht aber ja hier in der Regel.
um das noch in Lieder zu schaffen. Ich glaube, 2 ist das Minimum, was man sich erlauben darf. Der ist noch geöffnet. Reicht nicht. Okay. Eigentlich darfst du dir kein Rot erlauben. Wie gesagt, strenges Abkürzen sollte eigentlich nicht das große Problem darstellen. Was mich eigentlich jetzt gewundert hat, die Kurve 9. Ich glaube, das war die Stelle Rechtskurve. Ja, okay, das ist vielleicht die einzige Stelle. Dann neigt man doch sehr früh einzulenken. Hier, das geht alles noch. Also man kann sich schon eigentlich ein Rot erlauben. Und da muss der Rest ja schon fast, ja, Purple sein. Schlusssektor ist KI-Land. Ganz besonders KI-Land. Okay, jetzt darf ich mir zum Beispiel keinen Grün mehr erlauben. Und der steuert auch wie Sau. Also ich brauche eigentlich einen Wagen, der sehr stark auf der Vorderachse ist. Also ich brauche ein Auto, was stark auf der Vorderachse ist. Ja, also es darf ruhig hinten, oder der darf ruhig hinten, ja, ausschlagen quasi. Das darf er schon. Na, das war schon mit dem vermeintlichen Violett. Ja, weil ich hier zu schlecht rausbeschleunige, aber ich kann da nicht aufs Gas treten. Ja, 450 Punkte sind es diesmal nur. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Aber eine saubere Runde, die gewertet wird. Wir haben oben keine Anzeige, wo wir stehen. Das ist ja in der Profisaison gang und gäbe. Wir müssen uns quasi alles bei Chef nachfragen. Alles Wichtige. Selten, dass ich mal 3 Runden für diesen Test brauche. Wirklich selten. Und ich verkacke wieder diese Kurve 4. Ja, Gottes Willen. Also, hier läuft noch gar nichts rund. Anstatt diese Runden sauber zu fahren, nö, vergeige ich es da mal wieder. Schlimm, schlimm, schlimm. Der ist doch nicht so gut auf der Bremse, habe ich das Gefühl, der Williams. Oh, diesmal das Untersteuern mal verhindert. Man sieht hier schlecht den Schaltepunkt, weil die Kurve so eng ist. Das ist ja bei Engkurven ein Problem, dass man da sehr schlecht den Schaltepunkt sieht. Aber diesmal passt die Kurve auch. Ja, da soll ich schneller rausbeschleunigen. Was mir aber nicht gelingt, aber es reicht. Huhuhu. Trotz Rot. Na gut, die eine Kurve wusste ich ja diesmal, dass ich später bremsen muss. Und 1:26.0 ist eigentlich keine gute Zeit. Aber der Williams ist halt auch kein Auto mit Abtrieb. Und gerade in den ersten Strecken brauchen wir, oder haben wir Strecken mit viel Abtrieb. Der Topspeed wird uns im weiteren Verlauf der Saison weiterhelfen. Also eigentlich ab Belgien, vielleicht sogar schon Deutschland. Oder schon Aserbaidschan. Eigentlich fing es bei Aserbaidschan eigentlich schon an. Mit den Topspeed-Strecken. Dann gibt es noch Ungarn und Singapur dazwischen. Bis dahin möchte ich aber den Abtrieb schon, ja, sehr hoch haben. Also auf Abtrieb werde ich hauptsächlich gehen. Also Abtriebsstufe 4. Das peile ich an. Das war zum Beispiel jetzt nicht abgekürzt. Interessant. Reifenmanagement wird auch ein Knack oder kann ein Knackpunkt werden. Man sieht den Schaltepunkt nicht, weil genau beim Einlenken eigentlich, oder genau am Einlenkpunkt, der Spiegel im Weg ist. Also auch hier kann ich wieder nur bestätigen. Auch hier kann ich nur bestätigen, die Cockpit macht euch hier langsamer. Auch hier, du siehst den Schaltepunkt nicht. Palmer fährt eine 25.1, ja, gute Nacht. Ich weiß genau, warum ich diesen Kurs nicht mag. Weil die KI ist eigentlich hier, wie gesagt, mit am stärksten. Das wünscht man sich dann eigentlich auch für die anderen Grand Prix. Gerade hier im Training spiele ich das mit den harten. Auch im Qualify mit dem ausgebauten Haas habe ich es nicht in Q2 geschafft. Und das werde ich hier auch nicht. Ja, da bin ich mir sowas von sicher, dass ich das nicht schaffe. Da kann ich versuchen, noch so gut die Runde zu perfektionieren. Es wird mir nicht gelingen.
Es wird mir nicht gelingen, weil die KI im Schlusssektor, ich glaube, selbst da wird mir der Palmer was abnehmen, Schlusssektor. Gut, die Runde war auch nicht sauber. Die eine Kurve war ja nicht getroffen. Vielleicht eine halbe Sekunde noch schneller, bin ich immer noch hinter Palmer. Und Renault ist nicht das beste Fahrzeug. Wir werden es uns nachher nochmal in der Hitparade ansehen. Vettel ist 2 Sekunden schneller. Oh, wohl, Palmer ist auf Medium gefahren. Okay, dann. Ja, aber Schlusssektor 4 Zehntel. Also ist zu viel. Selbst für eine Palmer ist das zu viel. Wir werden jetzt noch die, den Reifenmanagement wieder machen. Und zwar auf den Medium. Das ist hier gang und gäbe. Die Medium werden wir fahren. Wir haben ausgewogen. Wir haben eigentlich 2 Softreifen zur Verfügung. Für das Qualifying. Und das ist nichts. Das ist wirklich gar nichts. Weil wir brauchen beide Mediums. Wir werden beide Mediums brauchen. Komme ich nicht drum herum. Obwohl ich... Doch, ich käme drum herum, wenn ich mich nicht qualifizieren würde. Dann würde ich versuchen, einen langen ersten Stint zu fahren. Und einen Boxenstopp zu sparen. Da würde ich versuchen, auf Medium Hard durchzufahren. Das wäre eigentlich die einzige Strategie. Aber dass er sowieso regnen soll, dann kann man das gleich mal wieder verwerfen. Wetterbericht. Also die Startposition wird schon entscheidend sein. Regen wird mal bei entgegenkommen in Spanien, mehr als das Trockene. Was man auf jeden Fall in der Cockpit-Kamera lernt, oder Cockpit-Sicht lernt, ist das Einlenken. Beziehungsweise der Lenkrad-Einschlag, den wird man hier lernen. Und den kann man hier am besten lernen. Also eigentlich müsste ich Minimum die Zeit jetzt vom Palmer schlagen. Darf ich hier so rüberbrettern? Ja, darf ich. Das sagt das Spiel noch nichts. Man muss die Punkte finden. Mit dem Schränk abkürzen. Russland ist vorbei. Da, wo man ja gerne oder meist abkürzt, mit einer starken KI. Monaco wird ein leichteres Pflaster werden. Auch mit dem Williams. Danach Kanada, da werden wir große Vorteile genießen mit dem Williams. Da hoffe ich auch so ein bisschen, dass ich da mal den ersten Sieg einfahren kann. Also Kanada, Siegkurs Aserbaidschan. Oh, das wird die in meinen Augen noch größere Herausforderung. Als ohnehin schon. Man muss hier echt aufpassen. Also mit Medium kann ich da nicht unbedingt Vollgas fahren. Und die angepeilte Runde geht hier schon hoch. Okay, das finde ich ganz schlecht. Und mir ist momentan die Ressourcenprogramme, die Ressourcenpunkte viel, viel wichtiger als der Reifenverschleiß. Deswegen da Zeit rausfahren, wo es geht. Ja, hier verliere ich schon Zeit. Auf die angepeilte Runde, die beträgt eine 1,24,9. Ist ja auch immer so gerade am Anfang der Saison, wo das Team noch hohe Erwartungen hat und die angepeilte Runde so um den Platz bewegt, wo wir auch im Rennen sein sollen. Und deswegen ist es so schwierig, gerade am Anfang der Saison diese Zeiten zu fahren. Was sich das Team erhofft, also grün wäre schon... Ja, ein Fortschritt. Für Monaco muss man dann aufpassen. Okay. Kommt das Heck sehr gerne entgegen. Schluss, ich habe gerade mal eine 10. Und das meine ich damit. Gerade mal eine 10. Ist gar nichts. Die Reifen mehr oder weniger, ja. Und zwar wirklich mehr und mehr, wie er war. Also ich kann ja nicht Reifen sparen. Das geht schon fast gar nicht. Das ist schon so ein bisschen mehr Qualifying Speed. 10 Runden quasi jetzt Qualifying am M-Limit fahren. Auch hier muss ich aufpassen in der Kurve, geht auch sehr gerne. Oder guck gerne das Heck entgegen, hier auch. Bremspunkt schwierig zu treffen. Da darf man so weit rausfahren, das wundert mich. Dass das Spiel da nichts gegen hat. Wow.
Das meine ich mit aggressivem Heck. Das kommt entgegen. Und gerade in der Cockpit habe ich das Gefühl, dass man das einfach schlechter einschätzen kann. Also ich kann schlechter einschätzen, wann das Heck kommt. In dieser Perspektive. Als wenn ich das draußen sehe. Weil ich spüre das Auto nicht. Ich sehe es nur. So, die Zeit haben wir mal gar nicht geschafft. 2 Zehntel, 25,1. 24,9 wird von mir verlangt. Hier sich auch ein bisschen weit nach außen tragen lassen. Jetzt haben wir zum Beispiel schon 2 Zehntel Vorsprung. Reifen völlig in Ordnung. Aber der Williams möchte nicht so gut so gerne ausbrechen. Die Renaults und die mit dem Motor, mit dem Renault-Motor, die sind eigentlich am schönsten zu fahren vom Handling her. Dann kommt eigentlich der Honda, dann kommen die beiden Mercedes und dann kommt eigentlich die Ferrari. Also von daher sollte ich mich vielleicht sogar leichter tun als mit dem Haas. Vom Handling her. Gut, eine Runde kann ich mir sogar erlauben, weil ich brauche ja 90 Punkte. Beziehungsweise 90 Punkte habe ich angepeilt. So, kaum fahren wir den Test ein bisschen schneller von der Rundzeit her. Oder konstanter. Ist das richtig, ist der richtige Ausdruck. Haben wir schon mal 3 Zehntel. Und das sind wieder wichtige 10 Punkte. 90. Das heißt, ich muss das 9-mal schaffen. Wenn ich dann aber so einen Verkehr natürlich vor meiner Linse bekomme. Eines, ja, oder sowas dann passiert, dann war es das schon. Ja. Weil der hat mich auch ein bisschen gerade gestört, da der Verstappen, glaube ich, war das, der Red Bull. Konnte ich nicht gebrauchen vor meiner Linse. Ah, jetzt zählt er das doch schon einmal durch. Interessant. Weil ich wahrscheinlich die Runde, ja, gekartet habe. Das ist der größte Nachteil. Es wird trotzdem mit einbezogen für die Rennstrategie. Und daher weitermachen. Einfach weiter das Limit fahren. Die Reifen oder der Wagen fühlt sich eigentlich aber besser an, als ganz schlechter. Da ist dann doch vielleicht mehr Grip. Qualifying Tempo. Keine Chance. Ich glaube, 9. sollte ich werden. Das wird ein Griff ins Klo. Und zwar ganz, ganz tief. Also das sind so meine Erwartungen. Also im Rennen erwarte ich mehr. Da regnet es, im Regen fühle ich mich wohl. Komisch, oder? Im Regen fühle ich mich wohl. Mal sagen, auch die wenigsten. 24,6. Von der Rundzeit wäre das locker gegangen. Ja, 4 Zehntel. Nur wenn der Red Bull da nicht wäre. Vom Reifenverschleiß wäre es auch gegangen. 2 Zehntel. Man muss sich ja wahnsinnig konzentrieren. Oh, komisch, dass ich jetzt hier so viel Zeit raushole. Ich weiß nicht, ob man hier zu weit innen fahren darf oder nicht. Hier weiß ich, dass man das nicht darf. Knappe 3 Zehntel. Kurve war nicht sauber gefahren. Und man sieht auch schlecht in dieser Cockpit, wie schnell kann ich wirklich in die Kurve reinfahren. Ohne dass das Auto was macht, was ich nicht möchte. Knappe 4 Zehntel, aber der Reifen baut schon ordentlich ab. Grün. Ja, reicht nicht. Ich brauche eigentlich, ja, 2-mal lila. Purple. 2-mal brauche ich schon, um das auszugleichen. Die 2 roten Punkte. Wo mein Reihenwahrscheinlich hier völlig in Ordnung ist. Okay, die Rundenzeiten brechen bei mir jetzt nicht eklatant ein.
Der vordere linke ist der Reifen, der die Strategie bestimmen wird. Sowohl bei Trocken als auch bei Nässe. Also jetzt zum Beispiel, was ich meine. Du siehst zum Beispiel außen jetzt, gerade eben. Okay, wie weit kann ich wieder einlenken? Das siehst du in der Cockpit nicht. Weil da war gerade ein Verbremser drin. Also da hätte ich mich zum Beispiel außen deutlich leichter getan. Ja, ich hätte nicht so viel nach innen korrigieren müssen. Zum Beispiel auch hier, wie schnell kann ich fahren in die Kurve, dass ich bis nach außen mich tragen lassen kann. So viele Kleinigkeiten, die ja das Leben schwerer machen. Gerade in Zweikämpfen wird es interessant werden. Okay, ich kratze da leicht Purple an, reicht aber nicht. Also die linke Seite ist stärker belastet. Ich habe auch manchmal solche blöden kleinen Frame-Einbrüche. So, diesmal sind wir mal bei Purple, aber die Zeit ist eklatant langsamer. Aber untersteuern tut er eigentlich auch nicht. Der Wagen. Ne, ganz im Gegenteil. Das hatte ich noch am Anfang das Gefühl. Also es ist vielleicht auch ein Phänomen mit den harten Reifen, so ein bisschen. Dass ich da noch untersteuern gespürt habe. Mittlerweile geht's ja. Und diese eine Verbremser ruiniert mir so ein bisschen meinen Reifenverschleiß da jedes Mal. Gut, viele Ressourcenpunkte werde ich hier nicht mitnehmen. Ich kalkuliere hier mit 400 an dem Rennwochenende. Wir sind noch nicht Fahrer Nummer 1, momentan Fahrerposition 9. Wir haben ja nur, um Erwartungen zu treffen, muss man bei 10 stehen. Darf ich auch nicht zu weit rauskommen, glaube ich, dann haut ihr das Spiel auch eine Strafe rein. Okay, jetzt kann ich 90 Punkte schon gar nicht mehr schaffen, das war es eigentlich schon. Jetzt können wir hier so ein bisschen mehr wie im Renntrim fahren. Die Tests werde ich auch nicht nochmal wiederholen. Kann ich eigentlich schon so ein bisschen aufs Qualifying einschießen. Weil man mit dem... Wir nehmen es hier schon... auf jeden Fall weiterkommen sollte. Diese eine Runde, die unnötig war, das bricht mir das Genick hier. Weil sonst geht's eigentlich. Man sieht's ja auch, dass es geht. Was ich mich gerade in dieser Frage, die angepeilte Rundenzeit, auf was ist jetzt angelegt? Platz 9, Platz 10. In Bahrain Sieg gefeiert. Momentan Vierter in der Fahrer-WM. Müssten wir auch mal gleich nochmal einen Blick riskieren. Heck, warum brichst du da aus? Liga-Rennen werden wahrscheinlich keine mehr kommen. Mittwochs, also der Stream fällt wahrscheinlich weg. Das heißt höchstwahrscheinlich, der letzten Mittwoch ist weggefallen. Da ich keine Motivation hatte auf diese Strecke auch. Weil sie sind diese Strecke auch gefahren. Gerade Teamkollege. Okay, also momentan fahre ich noch fleißig meine Runde, um mich wieder hier einzugrooven. Bottas geht noch in der Box. Oder Lance Stroll, kommt drauf an, ob ich noch den Mod drauf habe. Wegen den Fahrern. Namen nur. Aber selbst das wird uns auch nicht stören. Also mich stört es nicht. Die Reifen halten sehr lange. So circa 3%. Man fährt hier 66 lange Runden. Das heißt, mit denen komme ich. Ja, oh, 20% bei 9 gefahrenen Runden. Es geht. Ja, es sind fast 3%. Ne, 2. 2 kann man noch. Was? Es geht. Also im Notfall, ja, 2 Stops. Soft, Medium, Medium. Wäre hier die normale Strategie oder Medium Hard.
Aber da wir ja Inters am Anfang haben, ich hoffe, dass es lange am Anfang regnet. Und es ist hinten heraus, dann... ja, schöner wird. Okay, mit dem Tempo sind wir zufrieden. Oh. Okay, das Teams haben wir dafür noch geschafft. Das wundert mich. Jetzt habe ich viel gelabert, einfach nur meine... ja, mein Tempo gefahren und dann hat es gepasst, komischerweise. Interessant. Obwohl, wenn ich viel rede und anfange viel zu reden, dann lässt eigentlich die Konzentration extrem, also das Fahrerische, lässt dann extrem nach. Das war wirklich nach. Eine Zehntel, knappe zwei Zehntel. Komisch, warum habe ich mich am Anfang so schwer getan mit dem Test? Oh, abgekürzt. Aber ich bin vom Gas gegangen. Also das Spiel realisiert das auch. Es war ja schon im Vorgänger so, dass das Spiel das realisiert. Wenn du halt vom Gas gehst. Ich will, glaube ich, zweimal vielleicht das Qualifying-Tempo fahren, wenn ich merke. Wenn ich merke, okay, du bist ja jetzt nur zwei oder drei Zehntel entfernt von der Zielzeit. Da werden wir das im Training 3 machen, wo noch mal ein bisschen mehr Grip herrscht auf der Strecke. Dann können wir das da nochmal. Und nochmal violett, okay. Dann habe ich es doch noch geschafft. 90 Punkte reicht. Grün, okay. Habe ich mich da verrechnet? Weil 90 Punkte reicht. Dann habe ich nichts gesagt. Man sollte manchmal geistig im Körper abschalten. Dann geht's. Dann geht es in der Regel sogar noch ein bisschen besser. Was viele wissen möchten, um wie viel macht mich diese Cockpit-Ansicht langsamer? Ich habe vorhin gesagt, die macht einen langsamer. Du hast weniger Überblick. Ja. Gerade bei den Scheitelpunkten. Hier ist es bei zwei Kurven so. Du weißt auch nicht ungefähr, wie weit trägt dich das Auto nach außen. Machst eine halbe Sekunde aus, das wäre ein bisschen viel. Gut, je erfahrener man eigentlich ist, umso weniger wird es wahrscheinlich ein ausbauen. Aber bei der Kurve spüre ich es direkt. Da wird es mich zwei Zehntel vielleicht kosten. Hier weniger, es könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Reifen kosten. Das könnte ich mir noch vorstellen. Zwei bis drei Zehntel. Also wenn man da gute Erfahrung hat. Wenn du da wenig Erfahrung hast, dann... eine halbe Sekunde. Kann man ja selber mal ausprobieren. Im Zeitfahren. Also vom Gefühl würde ich sagen, bei mir macht das wirklich so viel nur aus. Zwei bis drei Zehntel. Maximal fünf. Gerade im Qualifying ist es dann halt ausschlaggebend, auf die einzelne Runde gesehen. Klar, das strenge Abkürzen kommt dann auch noch hinzu, klar. Da merkt man auch nochmal einen Unterschied. Weil es hemmt ein bisschen. Es hemmt gerade im Qualifying... genauer zu fahren, exakter zu fahren, präzise zu fahren. Präzise ist das richtige Zauberwort. Und was mir zum Beispiel auch noch an F1 2017 stört, ist Setup. Wenn ich das zum Beispiel mit MotoGP vergleiche, hast du deinen Ingenieur, der sagt zum Beispiel, ja, oder der fragt dich halt, was gefällt dir an dem Bike nicht, ja? Dann sagst du zum Beispiel, ja, das Bike untersteuert. Okay, dann sagt er, dann gibt er dir Verbesserungen und die setzt er dann auch um. Und du fährst dann raus und du merkst einen kleinen Unterschied schon. Das spüre ich dann. In dem Spiel spüre ich es halt einfach schon extrem. Da ist das Setup extrem hilfreich. Das fehlt hier so ein bisschen, dass du wirklich jemanden hast. Am besten natürlich der eigene Renningenieur, der dir sagt, okay, das stelle ich für dich um, dann sollte es besser funktionieren. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Okay, Strolsch geht da. Danke. Raikkonen und Lewis Hamilton. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Naja, und Hülkenberg sitzt im Renault. Ich bin nicht Letzter. Das ist eine Verwunderung. King, nicht wundern, King und Maldonado sind dann noch da drin. Ich glaube, den muss ich dann ja nachher rausnehmen. Runde 1 und Runde 7 zweimal. Also der wird dann im Rennen, glaube ich, dann nicht drin sein. Habe ich jetzt vergessen rauszunehmen, weil Sonntag war die letzte Mega-Koop-Aufnahme und ich mache das meistens in der Regel mal hin und rein und wieder raus.
Ja, zwei zugezogene Strafen. Hier spürt man das dann auch nochmal. Bastian Vettel ist mein Rivale. Der ist, Ja, Bottas war es jetzt erstes, genau. Das ist momentan die Rangliste. Wir haben 27 Punkte Rückstand auf Vettel. Das können wir alles noch aufholen. Das können wir alles noch aufholen. Neunter in Sochi, 2 Punkte. Okay, das könnte ich dann ja auch in Spanien fahren. Fünfter in Australien. Das geht noch. Das war im Sauberheit deutlich schlechter. Aber die Entwicklung geht langsamer. Die Entwicklung wird langsamer vorangehen als im Sauber. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Warum will ich eigentlich jedes Mal dieses scheiß Setup-Menü? Warum? Liegt wahrscheinlich echt an der Megacorp. Wir fahren raus. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Ich soll ein Gefühl für die Strecke bekommen, alles klar. Wir müssen aber gleich direkt rausfahren. Also wir haben eigentlich nur eine Runde. Punkt. Eine Qualifying-Runde, die muss eigentlich schon sitzen, weil der Reifenverschleiß ist hier krass hoch. Man fährt auch 2017. Auch mit Soft, Medium und Hard. Wird wahrscheinlich auf eine Einschriftstrategie hinauslaufen. Soft und Hard. Oder Soft und Medium. Ich glaube nicht, dass sie hier in echt Soft, Soft, Medium fahren. Wäre aber auch interessant, ob das geht. Ob wir vielleicht da unterschiedliche Strategien jetzt in der wirklichen Formel 1 dann sehen. Wäre schon interessant. 1%, das war nur die schnelle links. Alles klar. Reifen sparen. Die Reifen sind vor allem schon auf 100% Rennen ausgelegt. Wie gesagt, eine Runde. Och, schön, wie sich der Wagen fahren lässt. Mit den Reifen. Auf Fett fahren wir schon. Auf Fett fahren wir schon. Und dann geht es gleich auf 2% schon. Und wir sind gerade mal, ja, eine langsame Outlap gefahren. Oder ein bisschen langsamer. Also, ja, bei 7%, da werden wir es merken. Ausgang ging voll. Also letzte Kurve ging voll. Und die Zeit nehmen wir auch momentan noch mit 1,22,4. Eine Zehntel habe ich. Okay, nicht abgekürzt laut Spiel. Für mich war es abgekürzt, ja, und in der Kurve, da merke ich's. Schneller erster Sektor, danke für das Teamziel. Eine Zehnte, das wird hier ein bisschen weniger. Man merkt den leicht verbesserten Motor. Das war gut, oder? Nein! Okay, ich bin deutlich von Gas gegangen. Auch nicht sauber angebremst. Zu weit untersteuern. Leichtes Untersteuern verspürt. Runde alles andere als optimal. Okay, da kann man auch so drüber brettern. Sekunde. Ja, 19. Das wundert mich nicht. 19. Das wundert mich sowas von nicht. Das wundert mich gar nicht. Und hier, ja, schon in Rot. Schneller Sektor 3 war übrigens die zweite Vorgabe. Hier verliere ich eine Zehntel. Hier verliere ich Reifen. Und das Heck. Aber komme ich wieder in Grün? Ja. Gleich gegenkorrigieren müssen. Auch noch in Ordnung. Eine Zehntel. Aber jetzt kommt der schwere letzte Sektor.
Was man halt auch einfach direkt spürt, der Schlusssektor. Einfach im Verhältnis zur KI. 15. Verliere ich da. Das ist zu viel. 13. Okay. Also mit 13. wäre ich im Qualifying echt zufrieden. Das macht eigentlich keinen Sinn, den Test zu wiederholen. Weil so viel Zeit werde ich nicht finden. Auch mit verbesserter Strecke. Okay, Q2 ist angepeilt. Aber auch wirklich das Maximum Q2. Okay, das Spiel ist dann nicht so streng. Dann habe ich das nur vorhin in den Streckentest so dermaßen gespürt. Ich will für die Kurve einlenken und dann bricht das Heck aus. Okay, wie gesagt, ich breche ab. Okay, für Qualifying weiß ich, wo die Schwächen liegen. Schlusssektor. Und das war zu schnell. 1:23.1. Und zu schnell in der Boxengasse. Gibt auch nochmal eine dicke, fette Verwarnung. Gibt auch nochmal weniger Punkte. Aber sonst bin ich eigentlich damit noch zufrieden. Hört sich komisch an, ich bin damit zufrieden. Ja, ihr hört richtig, der ist damit zufrieden. Für Spanien-Verhältnisse bin ich damit einfach zufrieden. Punkt. Ich gehe da wirklich auf das Lenkrad Go. Das sehe ich ja jetzt erst. Jo, gescheitert. Die geschätzte Position 1:21.8. Okay. Ja, wer wird so Monaco entgegen, glaube ich, das Auto nicht versenke. Wenn ich das Auto nicht versenke, boah, das wird schwer. In der Cockpit wird das unterschätzt man dann. Bis jetzt liegt bei 1:03. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Hamilton, jetzt ist er nie auf Medium gefahren. Und Daniel Ricciardo. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Also ja, 24:0. Das sollte drin sein. Q2 sollte drin sein. Punkt. Das muss ich schaffen. So, die nächsten Ressourcenpunkte sind zwar nicht, sind nicht viele, ja, ich weiß. Habe immer ein paar. Wie viele Punkte brauche ich denn für einen Abtrieb? Ich glaube, 700, schieß mich dort. 775, okay. Okay. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge. 22:1. Okay. Hier sind die Top 3. Vettel, Raikkonen und Daniel Ricciardo. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Die Zeiten kann man für voll nehmen. 22:6. Okay. Ferrari ist hier top. Obwohl Mercedes laut Leistungsdaten mal ganz vorne ist. Ja, wundert mich. Wir hören uns gerade mal das Qualifying-Ziel uns an. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Platz 7 oder besser. Alles klar, ich soll Vettel schlagen und ich soll Bottas schlagen. Das werde ich dann im Qualifying nicht mehr drin haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mal wieder eine Profi-Karriere-Part zu sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen mit einem Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Formel 1 2016 bei der Profikarriere.